Das gut behoben. Herr Koch hat einen Festvortrag angekündigt, er hat ja schon vieles gesagt. Ich muss jetzt auch mal erstmal meine Gedanken sondieren, was ich eigentlich noch hinzufügen soll. Es ist richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren, was der Herr Klages gesagt hat, das Münderhaus in Murnau fällt mir auch ein. Sofort spontan, ist mir zuerst spontan eingefallen, als ich zum ersten Mal hier in Malsch das Wohngebäude von Theodor Schindler gesehen habe. Liebe Kunstfreunde, wenn Sie nachher in das Haus reingehen, sehen Sie gleich im Flur, links von der Küche, einen weiblichen Rückenakt. Noch eine sehr frühe Arbeit von 1894, bei der ein verdunkeltes Gesicht aus einem Halbprofil heraustritt. Der Hintergrund ist im Dunkel gehalten, nur die Rückensituation des Aktes ist beleuchtet. Sie sehen dann links nebendran die Schwester Sophie, von der Dr. Koch ja auch erzählt hat, mit einem streng blickenden Gesicht, die in cremefarbigen Tönen aus der Dunkelheit des Untergrundes herauskristallisiert ist, herausmodelliert ist. Und Sie sehen dann mehrere Porträts von Schindlers Ehefrau, Mathilde Schindler, geborene Göller, im Gebäude verteilt. Was Sie bei diesen Porträts sehen, sind große, sprechende Augen, oft ein Lächeln oder ein Lachen, wohingegen der Künstler selbst sich immer sehr ernst blickend darstellt. Ein frühes Porträt nach einem Jahr im ersten Raum links von der Küche, im ersten Jahr nach der Heirat 1904 aufgenommen, mit einem beschwingten, lockeren Pinselduktus, in der auch die Farbe zum ersten Mal in die Bilder einkehrt. In einem zweiten Porträt von 1906, wo sie mit Hut dargestellt ist, im Katalog zu sehen, Abbildung 11. Oder gucken Sie sich das Porträt mit Hut an, den Raum weiter im Erdgeschossbereich. Auch hier sehen Sie den Vergleich mit Manet, eine Lockerheit mit aufgehellten Farbtönen, die fast schon impressionistisch anmuten. Also ohne dass noch Brauntöne in dem Sinn mitschwingen. Oder Sie sehen es in dem dritten Porträt 1911 im Treppenhaus. Da ist er dann zur Madonna verklärt und mit einer Obstschale links unten im Raum versehen, die sehr stark an Cézanne erinnert. Die Obstschale sehen Sie übrigens auch im Haus drin. Sie taucht in mehreren Bildern auf. Jedes Porträt, sagt Oscar Wilde, jedes Porträt, das mit innerer Anteilnahme geschaffen wurde, ist immer auch das Porträt des Künstlers selbst und nicht des Modells. In diesem Sinne versuche ich mich ihm zu nähern, wobei einige biografische Details ja von Dr. Koch schon erwähnt wurden. Er wurde, wie gesagt, 1870 hier in Malsch geboren, im ehemaligen Gasthaus Hirsch, dort, wo heute der Erweiterungsbau des Rathauses steht. Die Mutter Katharina, eine geborene Kastner, war Besitzerin des Hirschen. Der Vater Theodor Schindler kam aus Waldbrechtsweier. Er hatte drei jüngere Geschwister, einen Bruder, zwei Schwestern, die Schwester Sophie, die in den Bildern immer wieder auftaucht. Die Familie war offen für Kunst. Dr. Koch hat es erwähnt, sie sammelt alte Möbel, Bücher. Die Mutter fördert von das Bemühen des Jungen, das künstlerische Bemühen, seine Fortbildung. Zwei ledige Schwestern der Mutter sind der Dichtkunst verfallen. Auch das war bekannt. Er besucht 1877 die Volksschule in Malsch und geht dann diese internatsähnliche Schule, die Dr. Koch erwähnt hat, auf die Präparantenschule nach Meersburg, wo er sich zum Volksschullehrer vorbereitend ausbilden lässt und dort schon auffällt als Klassenbester im Zeichnen. Danach, von 1886, geht er drei Jahre an das Lehrerseminar, an das großherzoglich-badische Lehrerseminar nach Karlsruhe, wo er auch den ersten Preis beim Wettzeichnen erringt. Und lässt sich dann an der Kunstgewerbeschule Karlsruhe 1889 für drei Jahre zum Zeichenlehrer ausbilden. Bekommt auch dort einen Preis fürs Flächenmalen und Freihandzeichnen. Danach beginnt das Studium an der, heute sagt man, Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe, an der ich auch studiert habe, damals die Großherzoglich-Badische Akademie der Bildenden Künste. Er belegt das Fach Malerei, damals klassisch noch aufgebaut, das heißt, sie haben ein vorbereitendes Semester mit reinem Zeichnen, wo dann auch entschieden wird, wird er weiter übernommen oder nicht, wo er auch wegen Talentlosigkeit hätte entlassen werden können. Dann kommt das Naturstudium mit Akt, Porträt, Stillleben.
Dann kommt die klassische Aufnahme in die Malklasse und er wird dann Meisterschüler bei dem Karlsruher Historienmaler Ferdinand Keller, dem badischen Makkert, wie er auch genannt wurde. Der Türken-Louis ist so sein bekanntestes Bild, was ja als Wahrzeichen der Kunsthalle zu sehen ist. Er besucht dann die Kunstakademie, die vierjährige Ausbildung an der Kunstakademie, die war ihm nicht genug, noch für ganze 6 Jahre eine private Kunstschule in München. Studiert bei dem Soldatenmaler Friedrich Fehr und bei dem monumentalen Aktmaler Ludwig Schmidt-Reude, die beide 2-3 Jahre später Professoren in Karlsruhe sein werden. Was treibt den jungen Mann nach München? Es sind die Einflüsse der Münchner Sezession, die 1892 gegründet wurde. Lovis Corinth, Max Lefort und für ihn ein wichtiger Lehrer, eben Wilhelm Drüber, dem Mitbegründer dieser Sezession. Er zeichnet sich aus durch einen, denken Sie an den Rückenakt, den ich erwähnt habe, gleich wenn Sie aus der Küche heraus in den Flur kommen. Es ist ein schwerer, ein formgebundener Realismus mit einer tonigen, erdigen Farbigkeit, mit einem fleckenartigen Bildauftrag, der dann über Manet und später dann über Cézanne sich natürlich auflockern wird, denken Sie an die Porträts von Mathilde, und damit sozusagen zu feinen Abstufungen hin zu einer reinen, bunten Farbigkeit hin sich entwickelt in die 10er, 20er Jahre hinein, aber dann vor der Jahrhundertwende natürlich noch in der dunklen Tönigkeit von Trübner vorzufinden ist. 1913 in einer Ausstellung Badische Malerei im 19. Jahrhundert, es war also eine retrospektive Ausstellung, wo man auf das vergangene Jahrhundert hinweggeblickt hat, schreibt ein Kritiker Josef August Beringer in der Badischen Zeitung: Die unmittelbare trübnersche Art zeigt sich bei Theodor Schindler in den Stillleben und Landschaften. Er, und das ist etwas, was heute kaum noch in der Kunstkritik zu finden ist, er geht sehr detailliert auf die einzelnen Dinge ein, er beschreibt Farben und Formen. Es interessiert ihn nicht, was das Bild wert ist oder wie viele Leute da waren, wie das heute in den Kunstkritiken immer der Fall ist, sondern er geht ganz dezidiert auf die Werke ein. Er sieht eine bildflächende Linienführung, die ihn an Ferdinand Hodler, an den Schweizer expressionistischen Monumentalmaler erinnert. Er sieht einen tastenden Virgilismus, der mit breitem Borstenpinsel aufgetragen ist, wie bei Cézanne. Und er sieht Zeichnungen, die ihn an Van Gogh oder an den deutschen Expressionisten Max Pechstein erinnern. Das sind noch klassische Herangehensweisen, wo man einfach zu den Sachverhalten ganz klar Stellung bezieht. Wie gesagt, Nicolas Koch hat es erwähnt, er geht dann 1901 als Zeichenlehrer erst an die Oberrealschule nach Heidelberg und wird dann 1902 Zeichenlehrer am Karl-Friedrich-Gymnasium in Mannheim. 1903 heiratet er dann die Malscher Lehrerstochter Mathilde Göller, wo dann 1906 die Tochter Clara, die später verheiratete Clara Koch, geboren wird. Nicolas Kochs Mutter. Ab 1910 ist er an zahlreichen Ausstellungen beteiligt. Die Zeit dann bis Ende Erster Weltkrieg ist dann sozusagen die Zeit, wo er wirklich in großen, auch international reputierten Ausstellungen mitmacht. In der Kunsthalle Bremen stellt er 1910 aus, zusammen mit Trübner, zusammen mit Courbet und Zügel, auch einem großen badischen Maler. Und er wird gelobt für seine reinen und lichten Töne, für seine Kompositionen von einfacher Kraft. Und die Kritik stammt von keinem Geringeren wie von Gustav Friedrich Hartlaub. Er war damals Assistent von Gustav Pauli, dem Direktor der Bremer Kunsthalle. Er wird 1913 Assistent an der Mannheimer Kunsthalle und 1923 ihr Direktor. Er ist die legendäre Figur, die sozusagen den Sammlungsstock der Mannheimer Kunsthalle mit der Plastik des 20. Jahrhunderts begründen wird. Er ist der große Förderer von Schindler, der viele Ankäufe tätigt. Vorher, 1911, ist noch Fritz Wischert, Leiter der Mannheimer Kunsthalle, und er schreibt, Schindlers Werk würde maßstabsetzende Beispiele geben für eine Erneuerung der deutschen Kunst. Nicht erst die Nazis 1933 haben diese explizit neue deutsche Kunst heraufbeschworen, sondern das war schon vorher auch. Und dann 1914 am Vorabend des Ersten Weltkrieges als Professor an der Karlsruher Akademie ein Höhepunkt. Danke. Ein Höhepunkt und ein Wendepunkt in seinem Schaffen erreicht, kann man wirklich sagen. Er nimmt 1914
zu Beginn des Ersten Weltkriegs seinen Kunstunterricht